Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette mit eurem Crunch Cow und FIFA 16 mit St. Pauli. Und wir sind ja immer noch elendig dabei, immer die ganze Zeit nur unentschieden zu spielen. Das bricht mich ja ein bisschen ans. So. Das ist doch schön, dass sich alle freuen hier, dass ich sie auch mal hab spielen lassen. Sie sind ziemlich alle im Arsch. Das müssen wir mal so sehen. Wir müssen gucken, dass wir... Ah, wir haben es nicht rechtzeitig gestoppt bekommen. Nachrichten, wenn wir über mein Gehalt sprechen. Mal in den Vertrag schauen könnten. Okay. Gucken wir mal in die Mannschaft rein, was ich hier getan hat. Ich denke mal, wir können wieder auf Schatkowski zurückgreifen. Duziak müssten wir mal gucken. Tü kommt wieder in die Mitte. Choi wird durch den Verhug ersetzt. Natürlich kommt Choi aber auch in die engere Wahl hier mal mit rein. Bergwien kann wieder für Eunussi kommen. Eunussi bleibt erstmal draußen. Meier. Wir setzen mal lieber Meier hier ein. Und Schatkowski kann für Green kommt noch rein. Sobiech kommt noch rein. Wobei wir die auch ersetzen. Gonter, Drobo Ampen. Hornschuh. Kommt für Gonter rein. Nerich kommt mal wieder rein. Für Kalla. Schatkowski kommt für Bubala. Green kann auch mal wieder reinkommen. Den lassen wir erstmal draußen. Empen, ja, der ist ein bisschen platt. Den lassen wir mal da. Buchtmann spielt ein bisschen wenig. Lasse ich aber auch jetzt draußen. So kann ich mir vorstellen zu spielen. Wobei ich gerne Keller für Alushi drin hätte. Ja, ist mir zu aufgeregt hier. Nehmen wir mal hier. Machen wir mal so. Die sollten eigentlich das Spiel ja gut durchhalten, die Innenverteidiger. So bleiben wir. Und spielen gegen den FSV Frankfurt. Ihr spielt bitte in Weiß, sonst muss ich ausrasten, weil dann kann ich wieder nicht alles sehen. So. Schauen wir doch mal, wie wir jetzt da zurechtkommen. Es regnet wieder. Ich will wieder offensiv beginnen. Aua, der hat doch da voll reingetreten gerade noch. Ah, müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier klarkommen. Ah, habe ich ein bisschen mich vergriffen gerade. Da sind wir gut dazwischen gekommen. Ah, da wollte ich ihn mitnehmen. Ah, okay, vorbei. Erster Torschuss von FSV Frankfurt. Ich nehme mal meinen Ding da vorhin nicht mit dazu. Das war ja nix. Boah, da hat sich einfach ein bisschen davor gestellt und ist dann damit doch noch durchgekommen, ne? Ach komm. Das war doch nur ein bisschen gezogen. Weichei. Ein bisschen zurückspielen. Na, kann ich in die Lücke spielen? Nee, konnte ich nicht. Oh! Das war ein bisschen gefährlich. Ah, da habe ich den nicht richtig laufen lassen. Oh,
Ja, das war jetzt nichts Gefährliches. Nee, da sollte der gar nicht hin. Das ist nicht so schlimm. Ah. Das war jetzt auch kein Torschuss, wo ich jetzt gesagt hätte, oh mein Gott, das war übel. Dann spielen wir mal auf T. Der hat doch ein bisschen bessere Möglichkeit hier noch. Und Meier. Und Meier. Und Einwurf. Ah, das haben sie gut durchgespielt da unten. Das habe ich gesehen, das habe ich kommen sehen. Deswegen habe ich auch nichts gesagt, da muss ich mich konzentrieren. Ah, das war nicht gut gemacht von uns. Ja, sicher, dann kriegt er den auch noch. Ja, und ich habe den auch noch mit der Hand genommen. Dann musst du doch da hingehen, Mensch, komm. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bisschen ablegen hier, ein bisschen abstellen. Ja, das wird wahrscheinlich ein Ball für mich sein. Jawohl, da habe ich mich durchgesetzt. Nochmal durchgesetzt. Naja, was heißt durchgesetzt? Ich habe einfach die Ecke bekommen. Ah, das war nix. Da wollte ich es in schön. Na, kommt schon. Ja, vielleicht hätte ich doch mit Green anfangen sollen. Hab so das Gefühl, der fehlt jetzt hier so ein bisschen. Wenn wir vielleicht auch nochmal dann reinholen. Ich habe das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen der Flügelflitzer. Bergwien ist da vielleicht ein bisschen überfordert auf der Seite. Wir werden mal schauen, was wir hier tun können. Und zwar würde ich ganz gerne. Bergwien gefällt mir zurzeit einfach nicht so. Hole ich mir mal Green rein. Und Gaudino gefällt mir auch derzeit nicht. Die tauschen wir mal aus. So, jetzt müssen wir mal wieder einem Unentschieden erzwingen oder hoffentlich auch einfach mal so in Form kommen, dass wir. Mir gefällt das Mittelfeld nicht. Hier muss ich dringend was tun. Wenn ihr euch fragt, was mir jetzt am Mittelfeld nicht gefällt, das ist ganz leicht beantwortet. Man kommt zu schnell durch. Bei mir. Gut gekämpft von Dropo Ampel. Man kommt zu schnell durch die Mitte. Ich müsste vielleicht doch nur mit zwei Stürmern spielen.
Oh, jetzt wird's ja nun mal richtig bitter. Ach, Leute, was macht ihr denn? Hallo, Freunde. Ihr könnt auch wieder mitlaufen. Alles cool. So. Na, oh, da hat er auch echt lange gebraucht, um abzuschließen. Nochmal Ecke. Diesmal kurz. Nein! Oh, das war doch gut. Aber da hat er nicht richtig bekommen. Na, nicht mitgenommen im Ball. Manchmal habe ich auch echt das Gefühl, die haben an. Und, boah, verdammt. Ja, wir spielen, wir kombinieren uns da ganz gut durch. Ach komm, das war doch nix. Da gibt er noch Gelb für. Mal nochmal umstellen auf sehr offensiv. So, Abstoß. Vielleicht mal von ein bisschen weiter hinten. Nee, es hat auch nicht funktioniert. So. Warum denn dahin? Green spielt da schon ordentlich mit. Das ist auch gut so, denn wir brauchen den hier in dem Moment auch einfach. Das ist ganz einfach gesagt so. So. Ah, müssen wir mal hin. So, die lassen jetzt ganz schön viel hin und her spielen. Ist natürlich klar, dass die jetzt auch ein bisschen auf Sicherheit spielen hier. Ja, und dann kommen da so eine Pässe bei raus, wenn man nicht richtig an den Ball kommt. Ach, shit. So. Wir wären hier. Oh, wir müssen den wohl mal auswechseln. Luciak ist am Boden. Holen wir mal Keller rein. Nee, wir müssen was in der Aufstellung verändern. Wir sind in der Mitte noch zu offen. Ah, dann bin ich zu langsam. Mir fehlt es, glaube ich, vorne noch ein bisschen an Spritzigkeit. Hier, das darf, wie das passieren kann, ne? Das frage ich mich immer wieder mal gerne.
Weil, wie kann es sein, dass das in der Mitte keiner zur Verfügung steht, um diesen Ball abzufangen? Na, warum spielt er den Ball so? Da haben wir mal die Chance. Und kriegen das auch nicht gebacken. Ein Sieg wird das hier auch auf keinen Fall mehr. Da hat er mich auch echt ein bisschen blockiert, als ich gerade den Ball nehmen wollte, ne? Aber gut. Da, die Mitte. Das, wie das sein kann, dass da in der Mitte nichts mehr ist, da müssten wir vielleicht hinten ein bisschen mehr Stabilität reinbringen. Da werde ich mal ein bisschen an der Aufstellung feilen. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen. 2-0 verloren ist natürlich nicht schönes Ergebnis. Das bringt uns in Ferne von dem Aufstieg. Das sieht nicht gut aus für uns. Da sind wir auf den 6. Platz abgerutscht. Und der 3. Platz als Relegationsplatz ist 6 Punkte entfernt. Da müssen wir uns jetzt wohl mal vielleicht andere Ziele stecken und mal gucken, dass wir wieder ein bisschen Stabilität reinbringen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Crunchkau. Ciao.